Herzlich willkommen zur Close Beta von Call of Duty Black Ops 4 Blackout, meine Damen und Herren, dem Battle Royale Modus aus dem Hause Call of Duty. Und die Frage, die wir uns natürlich alle stellen: Passt das? Passt das? Ich muss sagen, ich habe gerade eine kleine Runde reingeschaut. Es spielt sich sehr gut. Ich muss allerdings momentan noch auf der PS4 spielen, weil es, glaube ich, am 14. oder 15. erst für den PC die Beta losgeht. Also dieses Gameplay, wie ihr auch gerade an diesen Tastenkombinationen hier sehen könnt, ist auf der PS4 entstanden. Und ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin. Ich fühle mich natürlich auf dem PC viel wohler, aber um reinzuschauen, reicht es ja erstmal. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das Spiel aufzuziehen. Man wird, glaube ich, mit einem Wingsuit einfach runtergedroppt irgendwann. Es gibt zahlreiche Anspielungen, zum Beispiel Map-Teile, die auf alten Maps basieren, Nuketown-Insel oder sowas. Außerdem ist noch der Zombie-Modus irgendwie mit reingebracht, wo dann irgendwo auf einem Ort, in einem Ort dann plötzlich Zombies spawnen und dann rumkrabbeln und sich auffressen können. Und ja, wir sind mittendrin. Wir werfen uns rein, wir stürzen uns rein. Ich suche einfach ein Match und man kann das Ganze alleine im Squad oder im Duo spielen. Und wie gesagt, am 14. oder 15. geht es dann auf dem PC los und da wird dann natürlich weitergemacht. Ich bin aber überlegen, ob ich heute einen kleinen Stream machen soll, wo ich Blackout ein bisschen ausprobiere und mit euch ein bisschen gemeinsam zocke. Also könnt ihr später auf Twitch vielleicht vorbeischauen. Vielleicht bin ich ja live. Ansonsten erstmal viel Spaß. Ich wünsche uns natürlich viel Glück. Ich hab Bock, Freunde. Ich bin sowas von ready. Ich war noch nie so bereit. Also, ich muss sagen, es sieht wirklich sehr gut aus. Es spielt sich wirklich gut. Es gibt Helikopter, es gibt Fahrzeuge. Es gibt wirklich viel zu tun. Und, ja, so sieht das Ganze gleich aus. Das ist jetzt zwar nur die Vorbereitungszone, aber dann könnt ihr euch mal schon mal so ein kleines Fazit draus machen, wie das Ganze denn aufgebaut ist. Hier liegt halt überall Loot rum. Das ist halt wie im klassischen Battlegrounds oder im Battle Royale Modus. Du spawnst mit gar nichts und ja, hast nur ein Leben. Also kein Respawn, kein Loot von Anfang an. Es gibt hier Rüstungen, es gibt Waffen, es gibt natürlich auch dicke Sniper, alles drum und dran. Und ja, wir werden uns heute mal reinstürzen. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine kleine Runde. Und am 14. geht's dann los mit der PC-Version. Aber jetzt sind wir erstmal hier am Start, Freunde. Let's go. Links seht ihr schon die Nuketown-Insel. Da würde ich eigentlich ganz gerne mal hingehen. Infiltrieren, angreifen und zerstören. Ja, sicherlich. Wir greifen an und zerstören auch richtig. Hier können wir uns mal die Map angucken. Das hier ist die Nuketown-Insel. Hier haben wir Frachtdocks. Hier haben wir einen Leuchtturm. Hier haben wir eine Fabrik, Turbine, Anstalt, Talsperre, Anwesen, Bahnhof und. Ich weiß nicht, wo die heiße Party abgeht, aber wir werfen einfach mal rein und probieren unser Glück. Ich kann für nichts garantieren. Wie gesagt, es ist auf dem Controller, deswegen auch auf der PS4. Deswegen auch Auto-Aim und sowas. Also, ja. Also, das heißt Auto-Aim, Zielhilfe halt, ne? Wir springen einfach mal raus. Wünscht uns Glück, Freunde. Auf geht's. Juhu! Links seht ihr schon unser Leben. Wir haben 150 Leben. Also, die Anzeige finde ich auch sehr gut platziert eigentlich. Sehr übersichtlich. Wir haben oben links die Map. Oben rechts sehen wir, wie viele Spieler noch leben und wie viele Kills wir schon gemacht haben. Also das kann man eigentlich relativ gut entdecken. Diese Tankstelle habe ich gerade bei meinem ersten Drop auch schon gewählt. Und ich hoffe, es war eine gute Wahl. Das Aufheben muss ich noch ein bisschen üben. Das dauert immer ein bisschen, ey. So, wir haben hier kleine... Was ist das? MX-9. Bam, dickes Visier ist auch schon mal am Start. So, was haben wir hier? Ich glaube, das war Medipack. Das können wir auf jeden Fall mal aufheben. Möglicher Kollaps entdeckt. Es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen. Alles klar, mache ich. Schnelles Magazin ist auch noch drauf gemacht. Das Coole ist, man kann direkt, ich finde es halt geil, dass du, wenn du was aufheben möchtest, du kannst direkt auswählen, ob du es ausrüsten müsstest, also ob du es an die Waffe packen möchtest oder ob du es einfach in dein Inventar nehmen möchtest. Also, ich finde so, die Steuerung ist halt sehr gut umgesetzt. Es fühlt sich sehr angenehm an, es spielt sich sehr easy. Also, man muss jetzt nicht erstmal irgendwie die ganze Steuerung lernen. Du kommst halt rein, es ist halt die klassische Call of Duty Controller-Steuerung. Und das Inventar können wir, glaube ich, hiermit aufrufen. Ne? Kann ich jetzt das Ding hier draufballern? Ja, genau. Bam. Guck mal, da kannst du direkt mit Viereck das anbringen. Zack. Was ist das? Akustisches Signal bei Anvisierung durch den Feind. Ach so, das ist quasi so ein Pop-up, also so ein Special quasi. Okay. Ja gut, ich denke, wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Die Zone ist auch auf unserer Seite. Und jetzt geht's los, Freunde. In den Kampf. Und wir haben ja direkt einen Quad, Alter. Wir haben ja direkt einen Quad. Aber ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier das Gebäude nochmal mit. Und schauen einfach mal... Was haben wir denn hier? 2x7 Fernrohr. Ja, wechseln, Leute. Let's go.
Jawohl. Ist das hier? 2x Ziehfernrohr. Tun wir erstmal hier drauf. Den Schaft nehmen wir mal hier mit drauf, weil das wird wahrscheinlich unsere Beamer-Waffe sein. So. Unter der Map sehen wir auch den Timer, wann die Zone moved. Das ist also, ich finde das, es ist halt Standard so, ne? Also man merkt, dass es halt gut umgesetzt ist. Man merkt, dass sie sich ein bisschen Gedanken gemacht haben. Und für Call of Duty-Verhältnisse, die Frage besteht ja, kann Call of Duty Battle Royale? Steht bevor. Alle Mann ja. In Sicherheit. Call of steht bevor. Ich glaube, das ist dann, wenn die Zombies rausgelassen werden. Das seht ihr wahrscheinlich an diesen grünen Punkten. Da gibt es diese Lucky Kisten, die man dann, wo man sich dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen droppen kann. Die man auch aus dem klassischen Zombie-Modus kennt. Das Gute ist, wir müssen aber nicht moven. Alles easy. Können wir hier aufmachen? Ja, können wir. Hallo? Was ist das denn? Munition. Nehmen wir natürlich mit, Freunde. Hier haben wir einen Rucksack, damit man natürlich auch alles reinpasst. Also ihr merkt schon, es ist halt Battle Royale. Halt in Call of Duty. Und auf dem ersten Blick sehr, sehr sexy. Was ist das denn? Trophy System. Was ist denn ein Trophy System? Zerstören Sie feindliche Primärgranaten, Taktikgranaten und Sprengsätze bis 10 Meter Entfernung. Höchstgeschwindigkeitsraketen können durch das System durchkommen. Ah, geil, Alter. Das können wir quasi dann ausrüsten und dann beschützt uns das vor Granaten und sowas. Und da hören wir schon einen Helikopter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das im Squad sehr viel Laune macht, Leute. Wenn man dann einen Helikopter hier durch die Map düst und sowas, also... Ich glaube, das könnte echt sexy werden. Vorräte im Anflug. Vorräte im Anflug, das find ich super, ey. Da bin ich mit einverstanden. Guck mal, da wird geschossen. Da bei dem Dings wieder, ne? Oh, da sind Vorräte. Let's go. Muss natürlich aufpassen, ne? Also muss man natürlich aufpassen, dass man hier nicht im Call of Duty-Feeling versinkt, weil hier rumrennen und respawnen ist halt nicht, ne? Rumrennen und respawnen ist nicht. Ja, drop mal den geilen Shit, Alter. Ich weiß halt nicht, ob er schon gedroppt hat oder nicht. Sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er schon gedroppt. Okay. Im Kreis können wir uns auch easy einfach ducken. Das passt auch soweit. Ihr seht unten links die Schnellauswahlleiste. Das kann man halt ändern. Unten links können wir dann uns auch direkt bandagieren. Ich glaube, auf dem Berg hier geht einiges ab, ne? Kann das sein? So, dieses Geräusch kennt man aus dem Zombie-Modus. Wo bist du, Schnuckelchen? Ich weiß halt nicht, wie das ist mit Schritte hören oder so, ne? Alles klar. Boah, das sieht echt cool aus. Also ganz ehrlich, es ist natürlich ganz klar COD-Stil. Lol, ist das Ding gerade explodiert? Oh. Es wurden Fehler gemacht. Ja. Unterlegen, ausmanövriert und ohne Glück. Ja. Du hast recht. Es wurden Fehler gemacht, Leute. Wir springen direkt in die nächste Runde. Controller Aim. Muss man sich halt erstmal dran gewöhnen, ne? Für einen PC-Spieler, es ist fatal, in einen Krieg zu ziehen, ohne den Willen, ihn auch gewinnen zu wollen. Ich fühle mich richtig schlecht. Wir springen rein in eine neue Runde, Freunde. Fehler wurden gemacht. Das tut weh. So, neue Runde, neues Glück. Ich zeige euch mal kurz, wo wir uns gerade befinden. Wir sind in der Zone. Wir befinden uns jetzt hier oberhalb im Norden der Karte. Ich habe ein bisschen schon mal zusammen gelootet. Und manchmal habe ich das Gefühl, als würde ich Schritte hören, sind dann aber wieder meine eigenen Schritte. Also ist halt das Standardproblem, ne? Also ganz klar, 45 Leute leben nur noch, da wird ordentlich gebettelt. Und ja, gerade die Runde, muss man halt sagen, ganz klar mein Fehler. Da war der General ein bisschen sauer. Kannst halt nichts ändern, ne? Was ist das denn? What? Aufklärungsfahrzeug? Was? Wie kann ich denn das Aufklärungsfahrzeug bitte wählen? Wie geil ist das denn? Kann ich das jetzt wieder aufsammeln?
Was? Hallo? Okay, kann ich dich jetzt wieder auf... LOL, ich kann das jetzt wieder aufsammeln? Nice. Ist ja mega. Also eine fucking Drohne einfach mal. Leute, einfach mal eine fucking... Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ich weiß auch gar nicht, welche Waffe irgendwie mehr Sinn macht momentan. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, Leute. Aber ist egal, das ist ja das Schöne daran. 38 Leute. Vier Bandagen auf jeden Fall. Ein Visier wäre schön. So, Rennen brauchen wir ja nicht, weil wir ja in der Zone sind. Das ist schon mal gut. Also easy peasy. Lemon squeezy. Wir sind voll. Paranoia brauchen wir auch nicht mehr. So, schauen wir uns gut um. Es fühlt sich auf jeden Fall anders an. Also, es fühlt sich halt gut an. Es fühlt sich wirklich gut an. Also, ich kann es nicht sagen. Nichts anders sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie es irgendwie im Squad-Modus ist oder im Duo. Das weiß ich nicht. Aber ich finde, für eine Beta kann man wirklich nicht meckern. Also, da hat man schon ganz viel anderes erlebt. Kann ich hier... Moin. Das ist, glaube ich, eine Zweitwaffe, ne? Nee, okay. Okay, und dieser Revolver, warte mal. Nehmen wir das mit. Zack. Was ist das denn? Clustergranate, die kennt man natürlich, ne? Klar. Externen Lauf mache ich mal hier dran. Oh, yo, Alter, das ist mal ein Fernseher, Alter. Das ist mal ein Fernseher, Freunde. Aber ich kann halt überall jemand sitzen. Ich bin gerade irgendwie noch in dem, im COD-Modus, weißt du? Das interessiert mich nicht so. Ich schaue mich nicht so um. Ich hätte ganz gern die Magazinerweiterung für die andere Waffe. Guck mal, das funktioniert echt easy. Das funktioniert wirklich easy. Das ist gut gemacht. Das ist gut umgesetzt. Das kann man nicht anders sagen. Gewitter ist auch am Start, Freunde. Ich will ein Visier haben. Irgendwas, wo ich durchgucken kann. Dann sind wir ready. Dann sind wir wirklich ready. 28 Leute leben nur noch. Kann ich hier nicht... Ah, okay. Was haben wir hier? ABR. Oder will die mal nehmen, Leute? Wartet kurz. Oder können wir das so machen? Ja, na... LOL! Yo, Alter! Bam, Baby! Da ist ja schon Visier drauf. Let's go! Visier würde ich gerne anbringen. Dankeschön. Jetzt haben wir hier ein Holo. Jetzt haben wir hier auch sowas. Das ist nice, Leute. Let's go, Alter. Wir sind auf jeden Fall ready. Und einen Tomahawk haben wir auch. Ob der One... Also One-Shot ist. Also wenn man halt den Gegner trifft, ob er dann direkt down ist. Rucksack. Das Gute ist auch, wenn jetzt der Rucksack besser sein würde, dann wird da unten drunter jetzt auch stehen, dass er besser ist. Also das finde ich sehr angenehm. Vorräte im Anflug. Vorräte im Anflug. Danke, Sarge. Danke. Solange du mir vertraust, ist alles easy, Mann. Und falls ihr schon in die Blackout-Beta reingucken konntet, dann könnt ihr gerne mal euren Eindruck mal in die Kommentare ballern. Weil es mich wirklich interessiert, was ihr denkt. So. Also was haltet ihr davon? Vielleicht habt ihr es auch irgendwo anders schon gesehen. Habt euch schon ein bisschen mehr den Eindruck gemacht. Ich habe halt, das ist jetzt meine dritte Runde. Meine dritte wirkliche richtige Runde. Und mir macht's Laune. Also ich kann bisher noch nicht irgendwie was zu meckern finden. Ich hätte schlimmer gedacht eigentlich. Also ich habe ja vor ein paar Tagen wurde ja dieser Trailer da rausgehauen und habe ich so gedacht, yo, das könnte sehr sehr Laune machen, aber davor war ich halt sehr skeptisch und auch danach natürlich noch. Aber bisher ist der erste Eindruck sehr angenehm. Zug, ouch. Wir können auch im Rennen das reinsetzen, also das ist nice. Tachchen. Panzerung Stufe 2. Ja gut, hatten wir schon an. Alles cool. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Oh, dann ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, Freunde. Oh, Schüsse. Rucksack. SG-12, das ist glaube ich eine Schrotflinte, ne? Kampf von da oben. Ich würde halt gerne noch ein Zweifach haben oder so. Das wäre halt geil.
Okay, guck mal, das Medikit kann ich zum Beispiel auch ausrüsten und dann zum Bandagen wechseln wieder. Das ist geil. Stacheldraht haben wir hier auch, was wir aufnehmen können. Aha. Gut zu wissen. Das ist ja wunderbar, Freunde. Schauen wir mal, was sagt die Zone? Die sagt einiges. Oh, da vorne läuft jemand. Ist das jemand? Nee, oder? Er ist von Gebäude zu Gebäude gelaufen, glaube ich. Oh, ich höre ein Auto. Kann man sich ja auch hinlegen? Jo, natürlich. Muss natürlich aufpassen, wenn jetzt hier jemand die fette Sniper in der Hand hat, dann ist tricky, ne? Hallo? Jemand im Bahnhof? Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Achtung, Vorräte im Anflug. Tür ist auf. Oh shit, Alter. Oh mein Gott. Das war close. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihn doch gehört, Alter. Okay. Unser erster Kill. Juhu. Was hat er denn? ABR. Trauma-Kit, was auch immer das ist. Externer Lauf. Ja, nehmen wir mit. Schafft, nehmen wir auch mit. Splittergranate. Raketen? Wofür hat der denn Raketen, Alter? Ich weiß gar nicht, für was ich die Muni jetzt brauche. Aber es steht da unten rechts. Alles klar. Perfekt. ABR haben wir ja schon, ne? Ja, okay. Ja, gut. Let's go, Alter. So, ich schaue noch mal kurz ins Inventar, ob wir da irgendwie noch, was ausrüsten können, aber es sieht nicht so aus. Da haben wir auch schon alles drauf. Vielleicht können wir ein bisschen das aufteilen, aber hier einen Lauf haben wir ja schon drauf. Visier brauchen wir nicht. Weil wir das auch schon haben. Ich nehme den Schaft mal rüber. Zack. Und den Griff vielleicht. Können wir uns mal eben. Hä? Wo ist denn jetzt hier? Wo sind denn jetzt hier die Ausrüstungsdinger? Wo sind die auch? Ah, lol. Okay. Achtung! Weiterer Kollaps erwartet. Zack. Such Und die zack. Sicherheitszone auf. Okay, Zone sind wir immer noch drin. Alles easy. Aber man muss echt ein offenes Ohr haben, ne? Wahrscheinlich so eine Dropkiste einfach, also so ein Supply. Das sind einfach nur die Fahnen, ne? Ja. Ich denke die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, da läuft jemand, aber das sind einfach nur die Flaggen. Da oben ist jetzt auch nichts. 13 Leute leben noch, also 12. 12 Gegner. Vorratslieferung unterwegs. Wollte sich ansneaken. Kreiskollaps droht. In Sicherheit okay, was hat er dabei gehabt? Erste Hilfe nehmen wir mit. Schalldämpfer.
Oh ja, das ist natürlich schick, ne? Barrikade. Also diese ganzen Kräfte da, da müsst ihr mir vielleicht noch mal ein bisschen weiterhelfen in Zukunft, weil ich weiß halt nicht, was die machen. Totenstille. Ich denke mal, Totenstille ist sowas wie Ninja, weißt du? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil es sehr leise läuft. Glaube ich. Okay, 2 Kills. Boah, Alter! Okay, wir bauen Hilfe. Zack. Kann ich nicht, hier, warte mal, wie heißt es? Da. Haben wir kein Medipack mehr? Trauma-Kit. Was auch immer das ist. Boah, 200 Leben, lol. Okay. Ich hab nichts gesagt. Alles cool. Der hat unsere Schritte niemals gehört, Mann. Niemals. Zweifach Teamverrohr. Ich will den Affen haben. Ich will den Affen haben. Spiel. Gib mir den Affen. Wie kann ich hier was rauswerfen? Ablegen. Ich will den Affen. Ich will auf jeden Fall diesen Affen. Gib mir den Affen. Juhu! Alter, der Affe ist so nice. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Wo bist du hingerannt, Alter? Oh, Alter, diese Schüsse, ne? Junge, 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 ey. Dieses Ziel mit dem Controller, das ist echt nicht easy, ey. Vorratslieferung unterwegs. Ja, Mann, ich will den Affen haben. Alle Mann in Sicherheit. Kreiskollaps, das finde ich gar nicht gut. Aber wobei, wir sind ja hier noch als safe gerade, ne? Aber wobei, geht. Zone ist auf jeden Fall unterwegs. Weil dieses Ninja-Ding, dieses Totenschild ist echt geil. Wow! Holy shit, Alter! Ah, leck mich! Du Arschloch! Das war nicht schlecht. Yo, Alter, was macht er denn da? Der rastet ja richtig aus. Alter. Ja, das war not bad. Ich hätte gern den Affen eingesetzt, aber ich hatte zu viel Angst, ey. Ich bin viel zu vorsichtig noch, ey. Ah, aber egal, wir haben 4 Leute geholt. Also, kann man mit leben, glaube ich, oder? Ich denke, damit hat es sich, freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaltet habt, Leute. Ich würde sagen, ich bin raus. Ich melde mich dann mit der PC-Version zurück. Das war so ein kleiner erster Einblick. Ihr könnt ja mir mal so dalassen, was ihr so denkt. Vielleicht sehen wir uns im Livestream, wo wir dann hier ein bisschen weiterspielen auf der PS4. Aber danke fürs Reinschalten. Feedback gerne in die Kommentare und eine Bewertung natürlich auch. Haut rein. Wobei, wollen wir schauen, wer hier gewinnt, Freunde? Ich kann hier leider nicht rumswitchen, aber wir können ja mal so ein bisschen dem Puffy-Bär zuschauen. 6 Leute leben jetzt noch, die Zone wird immer kleiner. Er muss sich auf jeden Fall gleich ein bisschen move, weil die Zone kommt gerade. Und jetzt leben nur noch 5 Leute. Ich denke, die Runde findet hier gleich ein Ende. Also, da können wir ruhig mal bis zum Ende zuschauen.
Das ist natürlich ein wunderschönes Visier, wo er schön mit auf die Wand geaimt hat. Das ist, also klar, er hat mal kurz den Aim-Hack, den Wall-Hack hat er eben kurz angemacht. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Machen wir, Sergeant. Aber ihr merkt schon, mit diesen ja, auch ferngesteuerten Autos und so. Oh, da ist jemand. Den hat er nicht gesehen. Ruhe. Und der haut einfach. Der schießt einfach nicht. Der gönnt sich einfach. Man muss natürlich leise sein, weil man sehr, sehr dicke Stiefel anhat, wie man hört. Na komm, er traut sich nicht. Er traut sich einfach nicht. Was ist denn mit dir? Oh! Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Komm schon, Buffy. Jawohl, gönn dir. Bäm, Alter, ich liebe diesen Affen. Na? Auch von links, von hinten kamen jetzt auch Schüsse. Komm, gib ihn. Jawohl! Sehr schicker Kill. Ich würde aber jetzt nicht darüber laufen, weil sonst bist du gleich Geschichte, mein Freund. Ja. Er hat ihn, glaube ich, gesehen, oder? Hat er ihn gesehen? Hat er ihn nicht gesehen? Okay, 4 Leute noch, Leute. 150 Leben, wieder full. Easy peasy. Oh, da ist wieder einer. Aber dafür hat er das Visier halt nicht, ne? Er hat das Visier einfach nicht dafür. Da ist auch einer gelaufen. Ja, die Leute sind jetzt überall. 5 Kills. Oh, Vorsicht. Das tut weh. Junge, du musst ein bisschen Deckung haben. Was ist los mit dir? Wo gehst du hin? Bleib doch in Deckung. Nimm doch den Baum. Ja, gönn dir. Komm. Warum läufst du denn weiter? Du bist doch auf dem offenen Feld. Boah, ist ein richtiger Rambo, Alter. Okay, jetzt vielleicht etwas Schutz hinter dem Busch. Okay, ich meine, man muss dazu sagen, die Zone ist auch gekommen, ne? Also klar, da muss natürlich gelaufen werden, sonst tut das Ganze sehr weh. 3 Leute leben noch, Puffy Bear. Also wenn der hier gewinnt, dann können wir eigentlich mit unserem Tod leben. Dann sind wir immerhin von dem gekillt worden, der die Runde hier geholt hat. An dem Movement muss er vielleicht noch ein bisschen arbeiten, aber er hatte auch keine andere Wahl, weil die Zone halt kam, wie gesagt. Er weiß auf jeden Fall, dass links von ihm Leute sind. Oder einer. Ich glaube aber, es waren 2. In Sicherheit begeben. Der Kreiskollaps, natürlich. Sicher. Was ist das denn? Oh. Was ist das denn? Giftiger Löwenzahn oder was? Oh, lol. Er gammelt da in der Ecke. Nicht sein Ernst. Bowling 69. Bowling, Alter. Bowling 69, ey. Was ist das? Ich würde gerne mal wissen, was der da für ein Ding hingeworfen hat. So, jetzt der Showdown. 1 gegen 1. Und wer erblickt hier wen zuerst? Oben am Hügel. Boah, Alter. Geh doch in ein Gebäude. Du hast doch die Zone auf deiner Seite, Junge. Oh. Jetzt. Da konnte er nicht viel machen. Da hätte er vielleicht nochmal zurück in die Hütte gehen sollen oder hinter die Hütte. Er hatte auf jeden Fall die Zone auf seiner Seite. Wer hat jetzt hier gewonnen, das sehen wir leider nicht. Aber ich finde, wir haben ganz gut abgeschnitten, Freunde. Für die ersten beiden Runden können wir da nichts sagen. Solange es Menschen gibt, wird es Kriege geben. Albert Einstein. Hör mal, Albert Einstein, Grüße an dich, gehen raus. Vielen Dank, dass du am Start warst. Und an euch natürlich auch vielen, vielen Dank. Und ja, ich sage mal, tschüss, ne?